Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute mal wie immer mit einem spannenden Thema, aber anders als sonst. Ein Thema, das sich nicht so ohne weiteres in ein One-Take-Video binden lässt. Ein Video, das vermutlich eher in mehreren kleinen Schritten aufgebaut werden möchte. Mal sehen, wie ich das mache. Egal. Es geht darum, ich möchte mit euch zusammen Python mithilfe von der Programmiersprache C beschleunigen. Nun gibt es tausend eine Möglichkeit, wie man Python beschleunigen kann, mit und ohne C. Und also auch wenn man sich entschlossen hat, ich möchte mittels C und C++ Code irgendwo irgendwie Python schneller machen, gibt es aber auch hier einen Blumenstrauß an Optionen. Was ich im Rahmen dieses Videos damit meine oder was ich konkret vorhabe, ist, es gibt das C-Types-Modul, das ist ein Python-Paket, das in der Standard-Library enthalten ist. Das heißt, das ist ein Python-Paket, das ihr nicht mehr nachinstallieren braucht, das kommt mit Python mit. Daher bietet es sich sehr an. Jede andere Lösung erfordert die Installation eines externen Tools, was jetzt nicht per se etwas Schlechtes sein muss, aber es ist komfortabel, dass das bei C-Types wegfällt. Und ferner wird es darum gehen, wir wollen ein Python-Skript schreiben, das zur Laufzeit einen Algorithmus zusammenstellt, diesen, alles noch während derselben Laufzeit, diesen als C-Code rausdumpt, ihn mit einem C-Compiler, der im System vorhanden ist, kompiliert und dann mit C-Types das Ganze und immer noch alles zur selben Laufzeit wieder zurück an Python anbindet. Ja, also es geht darum, dass während ein Python-Skript läuft, wird im Hintergrund eine Funktion mit C erzeugt, kompiliert und gleich importiert, ohne dass Python irgendwie neu gestartet werden muss oder etc. Alles im einen und demselben Python-Lauf. Ja. Beschreiben, generieren, kompilieren, anbinden, nutzen. Der hat einen netten Kommentar unter meinem letzten Video. Die Schriftart ist zu klein. Jetzt habe ich herausgefunden, wie ich hier in PyCharm meine Schriftart ein bisschen anpassen kann. Also suchen wir hier einen Kompromiss zwischen, man kann das gut im Video sehen, und ich sehe mehr als drei Buchstaben beim Tippen. Okay, fangen wir an. Also die Idee beim Zusammenstellen eines Algorithmus ist, wir gehen davon aus, oder die Standardannahme ist, dass es sich meistens irgendwie um Operationen handelt. V ist gleich Phi von U. Ganz abstrakt gesprochen, konkret zum Beispiel, V ist gleich der Sinus von U. Dadurch ist, oder sagen wir hier am besten noch so, UJ ist der Sinus von UK, so vielleicht. Ja? Also UK und UJ sind Zwischenwerte und der J-Zwischenwert wird anhand des Kartenzwischenwerts berechnet. Oder wir haben UJ ist gleich Psi von UK UL. Das heißt, das auch wieder hier ganz konkret, ja, also ne, EG Beispiel, also General, also allgemein zum Beispiel. Und bei der Bivariaten-Operation, na, UJ ist, was weiß ich, zum Beispiel UK mal UL. So, also die absolute Majorität an Commands oder die absolute Majorität an Operationen werden mathematische Operationen sein, die in einer von diesen beiden Kategorien reinfällt, also eine univariate Operation oder eine bivariate Operation. Das alles lässt sich später ja dann noch weiter ausbauen. Jetzt gibt es aber ein paar Designfragen, die man am Anfang gleich klären muss. Während wir in Python Variablen haben, fertig, haben wir in C Variablen, Pointer, wir können Variablen auf dem Stack definieren, wir können Variablen auf dem Heap definieren. Auf der einen Seite würde ich gerne die Dinge etwas einfach halten, das heißt, wir lassen hier mal C-Arrays außen vor. Nicht, dass C-Arrays per se ein Problem sind, aber wenn wir es mit
einfachen Doubles und Integers zu tun haben und da dann noch irgendwie mit Mang Arrays mischen. Also mal haben wir es mit Singleton-Operationen zu tun, mal haben wir es mit vektorisierten Operationen zu tun. Das ist jetzt am Anfang vielleicht ein bisschen viel, das lassen wir vorerst aus. Vielleicht gibt es ein Folgevideo, wo wir da mal reinschauen können. Aber auf der anderen Seite möchte ich natürlich den Code so präparieren, dass er offen ist nach oben, dass man ihn einfach erweitern kann. Und ich denke, in diesem Sinne wäre es sinnvoll, am besten mit Heap-Variablen zu definieren. Also Variablen, die wir ad hoc mit malloc definieren. Das ist ja C, nicht C++. Ne? In C++ hätten wir noch das new Keyword, das fällt hier weg. So, jetzt habe ich es gerade weggelöscht, aber wir haben ja gesagt, also im Allgemeinen haben wir die Grundstruktur, jetzt fange ich wieder mit dem V an, UJ ist gleich Phi von UK oder UJ ist gleich Phi von UK, UL. Also der wesentliche Punkt hier ist, abgesehen von dem Phi, kommt ja eine besondere Rolle diesen Zwischenwerten zu. Das heißt also hier auf der Python-Seite brauchen wir eine Struktur, das heißt eine Klasse, die also diesen State beschreiben kann. So. Interessant jetzt für den State ist natürlich der Data Type. Also überlegen uns jetzt ein paar Felder. Ich ziehe mal hier vielleicht auch schon vor. Ja, genau so. Dictionary String Any. Was zum Teufel ist Any? Das importieren wir uns auch nochmal schnell so. Also from Typing Import Any. Mem für Memory. Da holen wir Dinge rein, die wir ab und an mal brauchen, die aber nicht jeder State kennen muss. Zum Beispiel werden wir States haben, die Variablen repräsentieren, aber eben auch States haben, die Konstanten repräsentieren. Und da muss der Wert der Konstante, der muss irgendwo hin. Und da eignet sich dieses Memory-Objekt ganz gut. Da können wir sozusagen hier den Value hinterlegen, wenn es ein Value gibt. Während hingegen bei Variablen, wo es kein Value gibt, bleibt das Memory an der Stelle leer. Es lohnt nicht dafür, ein eigenes Feld zu erschaffen, wenn das eben nur für ein paar, aber nicht allen Instanzen von State geteilt wird. So, der Data Type, genau, der Data Type, das bezieht sich jetzt hier dabei, bezieht sich darauf, ob es im C-Sinne Double oder Int ist. Was brauchen wir noch? Ah ja, ganz wichtig, der Identifier oder einfach nur der Name. Bleiben wir bei Identifier. Ja, also zum Beispiel UJ, UK, UL oder X oder mein Zwischenwert. Also ein String-Handle, mit dem wir die Variablen unterschiedlich benennen können. Dann wird es sicherlich für ein State relevant sein. Ja. Dependencies. Also, wenn der State von anderen States abhängt, so wie hier oben, UJ hängt ab von UK, beziehungsweise UK und UL. Das ist ja hier nur die Deklaration. So. Ich denke, das sind erstmal alle wichtigen Felder, sonst zur Not fügen wir später noch was hinzu. So. Doch eine Sache, die wir vielleicht noch. Wir brauchen ein geteiltes Root-Objekt, nenne ich es jetzt mal. Ähm,
etwas, das sozusagen als eine globalisierte oder ja, globales oder geteiltes Gedächtnis fungiert. Ja, was macht man da? Also hier ist vor allen Dingen jetzt ganz interessant, ja, das Identifier Reg. So, also eine Registrie für alle Identifier, die wir schon mal vergeben haben. Auch interessant wird sein, also wir wollen ja eine statische Sprache, wir wollen ja einen Algorithmus oder Code in eine statische Sprache überführen. Das heißt, Variablen zu einem bestimmten Identifier dürfen auf gar keinen Fall ihren Datatype mehr wechseln, wenn sie irgendwann mal einen zugewiesen bekommen haben. Das heißt, hier werden wir sicherlich ein Dictionary hinterlegen, wo wir zu jedem Identifier uns auch merken wollen, merken werden, welchen Datentyp der Identifier bekommen hat. So, das heißt, Identifier-Reg ist erstmal, ja, das ist nichts weiter als ein leeres Dict. So, dann brauchen wir natürlich entsprechend eine Registrate-Methode. So, wir registrieren State-Objekte. Zurück geben wir nichts. So, genau. Und jetzt sagen wir so, if st-identifier in self-identifier-reg. So. Was hab... Oh, schön. Dann asserten wir, ja, so dann sagen wir, if st.datatype ist ungleich self-identifier-reg st-identifier-datatype race-assertion. So, natürlich gibt man sich hier Mühe und erschafft eine eigene Fehlerklasse und gibt hier auch einen sinnhaften Fehlertext, aber ich möchte jetzt hier ein bisschen vorankommen. Ja. Wobei ich könnte hier im Grunde auch schon ja, Type Error macht den Trick an der Stelle. So, ja, else self-identifier-reg st.identifier ist gleich ein Dict und da schreiben wir rein. Datatype ist st.datatype. Und da überlegen wir uns noch, ob da noch andere Dinge in dieses Dictionary hinzukommen. Sollte es zu diesem Folgevideo kommen, wo wir uns über Arrays und Vektoren Gedanken machen, dann könnte man hier sozusagen auch noch Shape-Informationen mit dazu packen. Die ist auch recht defining. Aber jetzt fürs Erste. Jetzt bin ich mir nicht so richtig sicher, ob das wirklich notwendig ist, aber fürs Erste gehen wir mal davon aus, das kostet uns nichts. Da können wir auch sozusagen in diesem Root-Objekt mit ablegen, welche States alle der Reihenfolge nach erzeugt wurden. Huch, so. Mann, Maus, so. Okay. So, jetzt haben wir unsere Root-Klasse, unsere State-Class. Genau, jetzt geht es hier weiter. Also, offenkundig möchten wir uns hier eine entsprechend die Root geben lassen. Und am Ende möchten wir dann sagen root.registrate self. Ja, also wir registrieren jedes neu erstellte State in unserer Root. Ansonsten self identifier ist. Ha, jetzt wird's spannend. Wir erwarten,
Wir erwarten, dass jeder State ein Identifier hat. Der muss nicht unique sein, aber es muss einen geben. Allerdings kann es sein, dass States unbedachterweise so als indirekter Zwischenschritt die ganze Zeit erzeugt werden. Also es kann sein, dass ein State gar nicht von Hand von einem Nutzer erzeugt wurde oder wir eine ganze Menge neue States erschaffen wollen und uns dann nicht ständig einen neuen Identifier-Namen ausdenken wollen. Das heißt, wir müssen es erlauben, ja, wir müssen es erlauben, dass wir auch None, also dass wir für den Identifier auch einfach nichts weiter übergeben. Und dann wäre es gut, und hierfür ist es jetzt auch nützlich, dass wir dieses Root-Objekt haben, dieses gemeinsam geteilte Root-Objekt, das kann jetzt sozusagen neue Identifiers generieren on the fly, die bis dato noch gar nicht aufgetaucht sind, um zu garantieren, dass wir dann, wann immer wir nicht händisch einen Identifier vergeben, einen konfliktfreien Satz an Identifiern haben. So, also brauchen wir jetzt diese Check-Identify-Funktion. So, def Check-Identifier, so Identifier. Nimmt einen String an, gibt einen String zurück. Aber das ist ja nicht das Einzige, sondern wir müssen halt eben jetzt auch checken. Ja, hier könnte man jetzt mit Regular Expressions, also wir müssen checken, dass der Identifier auch wirklich geeignet ist als Variabelnamen, zum Beispiel in C. Das könnte man mit Regex machen, aber ich bin faul, also lasse ich das mal. Wir machen hier folgenden windigen Trick. So, Lowercase Letters A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. So, genau. Uppercase Letters ist A, B, nein, ist Lowercase Letters Punkt Upper. Genau, und dann haben wir noch so dusselig das auch sein mag. Oder machen wir so. Letters and Bar, das ist jetzt also Lowercase Letters plus Uppercase Letters plus Underscore und dann natürlich noch die Digits. So. Genau. So, jetzt müssen wir checken, so, if len identifier, kleiner 1, gleich 0, race a searching error. Das darf natürlich nicht sein. So, if identifier 0, so, if not identifier 0 in letters and bar, race assertion. Was sonst? Placeholder. Habe ich da Palzeholder geschrieben? Verrückt. Nächster Check. For letter in identifier 1 bis if not letter in letters and bar plus digits raise a searching error. Ja, Zahlen dürfen in einem Variabelnamen ja auftauchen, nur das Erstzeichen darf nur das erste Zeichen darf das nicht sein. Genau. Jetzt kommt aber noch halt, das Ding hier könnte ja None sein. Huch. Das müssen wir also überhaupt erstmal generieren. So, if da erzeugen wir uns
Eine neue Funktion, so getIdentifier gibt uns String zurück. So, wir setzen ein Template generic. Ja, so, und jetzt sagen wir for i in range 10.000 candidate is template.format i. So if candidate in self. Und jetzt ist es nämlich nützlich, dass wir dieses Identifier rec haben. Continue, probieren den nächsten Kandidaten. Ansonsten return candidate. Das ist dann sozusagen der abschließende Name. Und sollten wir nach 10.000 Versuchen keinen geeigneten Namen gefunden haben, ach, ich meine, lass es 100.000 sein, so, dann gibt es einen Fehler. Dann sind zu viele Variablen dann verbraucht worden, da muss man die 100.000 hochsetzen. So, und jetzt kann man nämlich hingehen und sagen, so, if identifier is none, dann identifier is self get identifier. Perfekt. So, wir holen uns also einen Identifier ab. Der wird geprüft, dass er nicht zu kurz ist. Er wird geprüft, dass er sich aus eine valide Komposition aus Zeichen ist. Und wenn all diese Checks überstanden wurden, dann geben wir Identifier so zurück. So, und auf diese Weise ist jetzt sichergestellt, dass das Root-Objekt einerseits erstmal überhaupt nur gültige Identifier durchlässt und andererseits, wenn in erster Instanz überhaupt gar keine Identifier vorgeschlagen wurden, dann vergibt er einfach ein neues, eindeutiges. So, das ist das. Datatype ist String. Hier bin ich jetzt einfach mal gütig und sage Float. Wir haben vorhin gesagt, Double oder Int. Das sind die Daten, hier, da, Double oder Int, das sind die C-Datentypen, ne? So, C-Daten, so C or Pi Float Int, ja, so, also in Floats in Python sind sogenannte 64-Bit Floating Point Numbers, Double in C sind in aller Regel auch 64-Bit Floating Point Numbers, das Double steht ja für Doubly Precisioned, also irgendwas doppelt Genaues. Das heißt, die einfach genauen Floats oder die normalen Floats sind typischerweise 32, manchmal aber auch 16. Und rein hypothetisch, weil der C-Standard das nicht fest definiert, könnte das aber im Grunde alles sein. Aber 16 und 32 sind die typischen Optionen, wobei dann auf so heimischen Rechnern 32 typischer ist als 16 heutzutage. So, Double Int, Float Int, genau. Also ich gehe jetzt einfach mal großmütig davon aus, dass man den Datatype nicht spezifiziert hat, dann wird man wohl Float-Operationen durchführen wollen. Wobei, Convenience ist meistens nichts anderes als eine Brutstätte für Bugs. Nein, lassen wir den Nutzer das genau spezifizieren, was er da haben will, ansonsten gibt es Stress. So. Die Dependencies. Hier sagen wir auch so, das ist ein List von State. Und in gleicher Weise lassen wir den Nutzer das einfach selber spezifizieren. Es gibt natürlich besondere States, so wie Variablen oder Konstanten, die gar keine Dependencies haben, aber in aller Regel gibt es Dependencies und das heißt also, wir übergeben hier eine Liste, die ist entweder leer oder es gibt ein oder es gibt zwei Einträge. So, Dependencies. Root, Identifier, Datatype. Ja, so die. Halt! Nein! Da ist ja String drin, so. Aber tun wir mal so. Wobei es ja eigentlich kein Problem ist, sagen wir mal, jemand gibt ein State ein. Das heißt, dann sagen wir hier einfach, ja, okay, so self dependencies
ist eine leere Liste, so for deb in dependencies, if is instance deb string, dann sagen wir self dependencies.append deb, elif is instance deb, state, dann sagen wir self dependencies append deb.identifier, else, dann wissen wir nichts mit der Eingabe anzufangen. Placeholder, genau. So. Ist da noch mehr? Ach so, ja. Stimmt. Und abschließend memdict string any oder none ist none. So. Halt. If mem is none, mem ist das leere Meme. Mem ist das leere Dictionary. So, self mem is mem. Oh, damit ist auf, so, damit ist das hier oben alles erfüllt. Wir haben das jetzt alles sauber initialisiert. Jetzt fängt es an, spannend zu werden und Spaß zu machen. Und zwar gehen wir jetzt hin und definieren spaßeshalber mal ein paar Rechenoperationen. So, def pos, genau. Pos ist, ich wende auf Instanzen meiner Klasse. Ich gehe mal zu dem VU-System zurück. Und, ach nee, komm, so UJ ist gleich plus UK. So, ja, dieses unäre Plus, das ist die Pos-Funktion. So, und wir gehen da, ja, und self ist natürlich ein State und wir geben ein State zurück. Ja, geht schon. Weil das ist Python 3.11. So, self. Stimmt, das heißt, da haben wir hier oben ein bisschen geschlafen. So, self. Gibt es jetzt hier noch mehr? Nö, gut. So, state. State möchte, genau, so, self root. Den reichen wir natürlich einfach weiter. Das ist ja die geteilte Instanz, die geteilte Root-Instanz. So, Datatype. Ja, das ist jetzt spannend bei diesem Plus gleich. Also wenn hier int reinkommt, dann bleibt's int. Wenn float reinkommt, bleibt's float. Also den Datatype, den brauchen wir auch nur forwarden. So, dependencies. Genau, das ist jetzt eine Liste mit ja, self. Self oder self-identifier. Das war Identifier. Müssen wir nicht, können wir nicht übergeben. Memory brauchen wir nicht übergeben. An der Stelle würde ich es im Übrigen vorschlagen, wir machen mal hier auch noch eine Class Method, so Math Pause. Also die nennen wir fast genauso wie wie die eigentliche Operation, ja, Pause, aber Math Pause. Kann ich hier self sagen? Ach, bestimmt. Und wir übergeben so root. Wir übergeben genau arg, nicht ar, arg. Das ist sozusagen das UK. Und das war's. Achso, ja, halt, genau. Ja. Nennen wir das mal ein Stateable. Nennen wir das mal ein Archetype. Da kommen wir gleich dazu. Der Punkt ist jetzt, hier müssen wir jetzt einen gewissen Mischmasch erlauben. So, CLS ensure. Root arg und zurück kommt, glaube ich, arg identifier
data type, so arg, genau. Also das ist sozusagen die arg-Instanz, das ist der arg-Identifier und der arg-Data-Type. Genau, der arg-Type. Jetzt fängt es langsam an spannend zu werden. Wir wollen ja in der Lage sein, genau, wir wollen in der Lage sein, nicht nur unsere eigenen State-Objekte zu verarbeiten, sondern eben auch ad hoc andere leicht konvertierbare Größen ad hoc umzuwandeln. Zum Beispiel, wenn wir eine Addition haben aus einem State-Objekt UK plus 3,1415. Ja, wir wollen also Pi irgendwo drauf addieren. Wir wollen jetzt aber nicht aus Pi extra ein State-Objekt erzeugen. Wir wollen einfach in der Lage sein, den Zahlwert von Pi als Float auf unseren State drauf zu addieren. Und die State-Klasse soll damit einfach umgehen können, dass sozusagen ad hoc die Zahl in ein State-Objekt umwandeln. Das heißt, dass wir als Arg-Type nicht nur States erlauben sollten, sondern eben auch Float und Int. Und tatsächlich sollten wir sogar Strings erlauben, falls wir nur Identifier angeben und nicht gleich ganze State-Instanzen. So, der Type-Alias, den importieren wir hier auch mal. So, das Übrigen ist eigentlich nicht notwendig, aber explicit ist better than implicit. Also Python kriegt ja schon mit, dass das ein Type-Alias ist, aber es geht ja darum, wenn noch andere Leute diesen Code lesen, ihr jetzt zum Beispiel, dass ihr jetzt explizit wisst, das ist als ein Type-Alias gemeint. So, richtig. Genau, das heißt also, dieses Arg ist jetzt nicht notwendigerweise ein State. Es könnte auch einfach eine Float sein oder einfach nur der Identifier-String von einem anderen State. Deswegen sagen wir mal hier, wir lassen uns den Arg-Tipp übergeben. Jetzt müssen wir allerdings eine Funktion davor schalten. Ich nenne sie jetzt mal Ensure, die sozusagen die verschiedenen Fälle, die da auftreten können, verwurstelt. Also Class Method def Ensure Arg-Type und das gibt uns zurück ein Tuple aus State. State oder None, String und String. So. Genau. Das heißt, wir machen jetzt einfach eine State-Machine, wir machen eine Fallunterscheidung. If is instance arg, state. Halt, eine Sache haben wir auch noch vergessen. So. Root. If arg root ist root return arg identifier arg data type sonst raise assertion. Warum? Natürlich müssen wir das immer alles zum gleichen Root-Objekt, wir müssen prüfen, dass das Root-Objekt stimmt und dass hier nicht irgendwelche Mischung vorgenommen werden. Wir wollen immer nur, dass State-Objekte miteinander verrechnet werden dürfen, die auch zum selben Root-Objekt gehören. Nächste Option. If arg is string. If root identifier. Also if arg in root identifier reg, dann return none. Arg und root rec arg data type. So. Das hier übrigens, das soll man nicht machen. Ich mach's zu gerne. hier, PyCharm wartet mich ja auch schon. Was haben wir da? PEP 8 E701. Multiple Statements on One Line. Ja, sehr böse. Sehr böse. Hört auf, was ich sage und schaut nicht auf das, was ich tue. Ja, also macht das niemals. Okay. If is instance, haben wir State, String, es bleibt noch Int und Float.
So, arg ist eine float. If arg in root. Ach, was mache ich da? Ich bin so kaputt. Return arg. Return none. Ach so, halt. So einfach ist das nicht, sondern. Genau. Hier kommen jetzt noch zwei Fälle, die lassen wir mal eben kurz außen vor. Das mache ich gleich in 2 Sekunden fertig, aber schließen wir erstmal die Pause-Function ab. So, also das Ensure nimmt an, prüft alle Fälle durch und gibt uns hier diese drei Ergebnisse zurück. Wobei das hier vorne, das kann None sein, das brauchen wir eigentlich. Ach, komm weg damit. So, das heißt, das hier fliegt raus, also noch String, String. Brauchen wir nicht. Weil es halt None sein kann oder auch nicht, das ist nicht nützlich. Aber jetzt wird es nützlich. So, return state root. Schon wieder vergessen, so root data type dependencies. Ach ja, genau. Arg data type. Genau, die dependencies ist. Arc Identifier. Ja, und jetzt ist spannend. Root Data Type Dependencies Identifier Mem. Mem brauchen wir nicht. Genau, Identifier. Da machen wir jetzt mal folgenden Trick. Wir sagen einfach, wer die Class Method benutzt, der darf hier an der Stelle schon einen Identifier setzen und den hier so übergeben. Genau, ansonsten wird einfach None weitergereicht und dann wird das Tape automatisch irgendeinen Identifier verteilen. So, Class Method, MathPose, richtig. So, dann können wir jetzt das Ding hier unten nochmal umarbeiten. Und zwar zu self-class.mathPose, self-root, self. So, und das war's. Einen Identifier brauchen wir hier nicht übergeben. So, dann ist jetzt sozusagen diese Funktion hier, die das unäre Plus direkt überlädt, ist jetzt sozusagen nur ein Shorthandle auf die Class Method MathPose. Wunderbar. So, jetzt müssen wir uns hier oben um die Float kümmern. Das jetzt hier aber in dem Ensure fertig zu machen. Machen wir das im Ensure? Ja, wir machen es in dem Ensure. Das heißt, State ist State von Root, aber das ist sichergestellt, dass die Root stimmt. So haben wir da unten gerade, genau. Ja, richtig, so. Float. So, Root, Arg, Data Type. Achso, Dependencies, genau. Das ist jetzt eine leere Liste, weil das ist jetzt, wenn arg eine Float ist, dann ist das eine Konstante, die wir hier als State initialisieren und dann hat sie keine Vorgänger. Mutmaßlich. So, State. Ah ja, der Identifier haben wir nicht und der Mem. Aber der Mem, der ist jetzt hier relevant. Weil wir jetzt sozusagen den Wert der Konstanten irgendwo ablegen müssen und das machen wir in der Memory. So. Und jetzt können wir sozusagen, wir geben zurück st-identifier, beziehungsweise machen wir doch was, seien wir doch besonders schlau und legen das hier nach ganz oben. So, wenn es ein Float ist, dann genau. Sozusagen, wir konvertieren arg. So dass es ein State wird, dann greift, wenn es ein Float war, greift als nächstes dieser Fall. Fertig. Also fast. Dann ist jetzt hier Elif. Das Ding ist ein Int. Hier muss man jetzt aufpassen. Jetzt gibt es externe Libraries wie NumPy. NumPy definiert selber Integers. Und während NumPy Floats auch im Python-Sinne Floats sind also sie erben von der Float-Klasse von Python,
Dasselbe gilt aber für die Integers nicht. NumPy-Ints sind keine Python-Ints. Die leiten davon nicht ab. Wer also mit NumPy arbeiten möchte, der müsste hier sozusagen den Pfeil ein bisschen aufbohren und hier noch ein paar NumPy-Integers damit reinknallen. Den Ärger erspare ich mir jetzt. So, wenn wir es bis nach ganz hier unten schaffen, dann ist die Kacke am Dampfen. So. Wunderbar, genau. Also entweder dieses Return oder dieses Return hätten wir treffen müssen. So, ansonsten können wir das nicht ensuren. So, der Convenience wegen könnte man, aber das lassen. Ach, warum nicht? So, add class method def const. Ach halt. Ups. So, stimmt. Wir brauchen hier aber noch das Root-Objekt. Genau, und dann können wir hier auch direkt sagen, return. So dass wir hier direkt sagen können, race assertion. So, also wir können nur floats und ints im Augenblick in Konstante überführen, sonst gibt das einen Fehler. So, und das heißt, dann können wir das hier unten nochmal, ja, wenn arg float oder int ist, wenn arg float oder int ist, dann ist arg gleich CLS const root arg. So, haben wir den Fall auch noch ein bisschen vereinfacht. So, wir können jetzt also direkt Konstanten initialisieren. Wir haben eine ensure method, die argtypes konvertiert. So, also wird es jetzt an der Zeit, weitere Operationen unserem Portfolio hinzuzufügen. Wir machen weiter mit der bivariaten Addition oder schlicht und ergreifend der Summe root. Genau, so dann Summand 1 ist ein Arctype, Summand 2 ist ein Arctype und dann natürlich der obligatorische, weil so obligatorisch ist er nicht, er ist ja optional, aber der Identifier. None und wir geben zurück etwas von der Klasse Self. So, der Drill ist jetzt wie eben auch schon bei der MathPose-Methode. Wir rufen das Ensure auf, diesmal allerdings zweimal. Und jetzt ergibt es vielleicht auch Sinn, warum wir innerhalb der Ensure-Method die Root abprüfen, weil jetzt ja hier wirklich Summand 1 und Summand 2 hypothetisch. Hypothetisch zwei verschiedene haben könnte. Summand. Beide verschiedene Root-Knoten haben könnten. Das dürfen wir natürlich nicht zulassen. So. State Root. Genau. Jetzt ist es mit dem Datatype interessant. Es könnten beides Floats sein. Es könnten beides Int sein. Das eine könnte Float, das andere könnte ein Int sein. Normalerweise ist es so und das werden wir jetzt übernehmen. Wir definieren uns mal eine weitere übergeordnete Klasse und nennen sie mal Type Class. So. Darin definieren wir die nächste. So, Data. Ja. Geben wir uns hier
hier nämlich eine Funktion float dominant operation. So, das ist eine Funktion, die nimmt einen Haufen args an. So, das sind unions state oder strings. Und das Ding gibt zurück ein String. So. Und zwar ist sozusagen der, genau, der Response. Der ist jetzt erstmal. Achso. Wir wollen natürlich hier keinen Clash mit Keywords haben. Achso, kennt er nicht. Dann, aber dann kennt er das bestimmt, oder? Was? Achso, aber so jetzt, CLS Integer, so. Wenn es jetzt allerdings eine Property ist, dann kann es ja keinen Clash geben, also genau, so. Wir sagen so, der Response ist Integer und jetzt sagen wir für arg in args. So, if is instance arg, state, dann arg ist arg.datatype, so if not arg in CLS rec raise assertion error, dann können wir auch direkt auch wieder den type error aussuchen, so hoch, was ist denn eigentlich das rec? Genau, das rec ist ein dict. So, und dann sagen wir hier, bum, bum, mach mal so, genau. Das heißt also, alle Data-Types, die bekannt sind, sind Int und Float, sie sind im Rec definiert, das hier sind nur Short-Handles, so. Wenn wieder der String oder der Data-Type vom State nicht im Rec enthalten ist, dann ist der Data-Type uns unbekannt. So, so, if arg ungleich CLS int, dann ist die response, dann ist die response CLS float. Und nicht nur das, wir können die Vorschleife abbrechen. So, und schlussendlich geben wir die Response. So, wenn alle Argumente Integer sind, dann wird diese Vorschleife hier arbeitslos durchlaufen und wir geben Int zurück. Wenn irgendeiner der Argumenten Float ist, dann bricht die Vorschleife da ab und wir geben hier Float zurück. So, das ist sozusagen, ja, könnten noch sagen, Datatype of Float Dominant Op, ein unendlich langer Name, was soll's. Und jetzt können wir nämlich hier unten hingehen und sozusagen, erst einmal können wir, wo war denn das? Hier können wir jetzt hingehen und sagen type data float und type data int. Das ist mal das eine und hier können wir abprüfen, so if not data type in type data rec raise type error. So, nicht, also der data type, der darf ja nur zulässig sein, also float oder int sein, das heißt im rec vom type data enthalten sein. So, damit haben wir jetzt also hier auch schon mal einen plausibility check vorgenommen. So, der arg data types. Und hier kommt jetzt auch type Data. Ah, dann machen wir einfach so. Type Data of Float Dominant Operation. Das ist vielleicht ein besserer Name. So, und hier geben wir jetzt ein Summand 1 Data Type und Summand 2 Data Type.
Der Identifier. Achso, nee, das sind ja die Dependencies. Huch, das ist dann Summand 1 Identifier und Summand 2 Identifier. Und Identifier. Was möchte die State noch? Sie möchte ein Rule, sie möchte ein Data Type, sie möchte die Dependencies, Identifier und Mem. Mem brauchen wir nicht. Verschwinde. Mem brauchen wir nicht. Es gibt nichts, was wir uns an der Stelle jetzt hier konkret merken wollen. So, jetzt gibt es Dutzende weitere mathematische Operationen, die wir jetzt hier Multiplikation, Division, Subtraktion. Wir überspringen das. Ach, halt, nicht ganz. Wir können hier noch im Übrigen den Shorthandle. Ja, also das hier überlädt ja dann UJ ist gleich UK plus UL. Ja, ich hätte das hier oben nicht da wegkopieren sollen. Das passt hier schon eigentlich mit an. Passt hier schon mit am besten her. Und dann machen wir das jetzt hier in gleicher Weise. So. Self Class. Achso, ja. Other ist natürlich auch ein Archetype. So. Self Class Math Add. Self Root. Self Other, fertig. So, und jetzt auch wieder das Schöne, weil ich jetzt hier den Self-Root übergebe, wird ja dann innerhalb von MathAdd geprüft, dass Self, aber auch Other beide den gleichen Root haben. So, Identifier können wir hier nicht übergeben. So, jetzt überspringen wir mal ein paar Operationen und geben uns den Sinus. So, Math Sinus. Offensichtlich Root im Grunde eigentlich ja von den Feldern her wie hier oben. So, Class, Root, Arc, Archetype, gib zurück ein Self. Dieses Video geht seit einer Stunde. Huiuiui. Dann machen wir das jetzt hier noch schnell fertig. Und dann in einem weiteren Video schauen wir uns dann an, wie wir den C-Code generieren. In einem dritten Video vermutlich dann, wie wir kompilieren und das Ganze an Python zurück anbinden. Genau. Und von da an gibt es dann optionale weitere Videos, wo wir uns gegebenenfalls noch Arrays angucken können. Oder vielleicht noch ein paar Operationen hier hinzufügen, die uns jetzt fehlen. So, Class, Root, Arc, Identifier. Eigentlich ist alles genauso wie hier oben. So, Root, Data Type, Arc Identifier, Identifier. Und weil das wirklich völlig identisch ist wie da oben, sagt mir das, ich habe eine Sache vergessen. So. Wobei das kommt nicht hier hin, sondern hier. Ja. Class.math sin self root self und das war's. Genau, was ich noch vergessen habe, stimmt, das müssen wir hier oben. Hahaha. Der Op für Operation. Hier gibt es auch ein Reg. String nach String. So, wir haben ja jetzt ja erstmal Pos ist Pos, Add ist Add und Sin ist Sin. So, genau, Object Data. So, und dann gehen wir auch hier hin. Hier gehen wir auch noch mal her. Refactor. Ich möchte, dass das ein Huch.
Current File ist ganz okay. Float refactor int. Hier auch schon wieder. Nein, current file refactor. So. Genau. Schreiben wir die mal in all caps. So. Das, was wir hier vorhin vergessen haben, genau. Wir brauchen hier noch den Optype. Und das heißt hier Optype. Und dann sozusagen können wir den Code hier kopieren. So if optype nicht in type op rec. Ansonsten optype ist optype. So. Halt. Da fehlt uns dann schon was. So. Const ist const. Und was wir dann auch gleich brauchen werden, var ist var. Entschuldigung. Var const post add, ja. Right. Falls sich jemand gefragt hat, ob hier nur drei Kombinationen an Buchstaben erlaubt sind. Nein. Aber das hat eigentlich schon das Float zerstört. So, richtig. Das heißt, type.op.const. Type.op.const. Pause. Ah ja, wunderbar. Hier hatten wir eh schon mehrzeilig. Das ist add. Und dann hier type op scene. Ja, das war's. So, damit haben wir jetzt alle unsere drei Operationen zusammen. Eine Convenience Function, genau genommen zwei, geben wir uns mal auch noch. Wrapper hat eigentlich eine ganz bestimmte Funktion, die ich völlig überflüssig finde. Deswegen legen wir es einfach auf String um. So, also Wrapper steht eigentlich für Representation, aber so String, richtig. Was wollen wir denn da zurückgeben? Geben, also der Identifier. Auf jeden Fall der Optype. Auf jeden Fall der Datatype. Auf jeden. Ja, es ist. Wir machen das mal so. String ist gleich. Und dann hier unten so return out plus Ende. So self dependencies. Genau. So if value in self mem out plus gleich self mem value. So, damit haben wir jetzt also auch eine nützliche String-Darstellung zu Debug-Zwecken für unsere Klasse erstellt. Gucken wir uns doch mal an. So,
if name is main, führe die Main-Funktion aus und die ist hier. So, also rt ist root. Jetzt können wir keine Variablen erzeugen, weil wir uns dafür noch keine Funktion gegeben haben. Das macht aber nichts. Das ist jetzt auch kein Hexenwerk, nach allem, was wir bis jetzt schon vollbracht haben. So. Also dafür brauchen wir einen Root. Ja, und wir brauchen einen Data Type. Wir übergeben root, wir übergeben type ob var, wir übergeben den data type und seien wir mal so gnädig, wir gehen mal davon aus, der Standardfall ist zu spezifizieren. So, genau, eine leere Liste an Abhängigkeiten. Und das war's. Da ist unsere Variablen-Deklaration. Jetzt können wir also hingehen und sagen, xy sind, nennen wir es doch mal root, state Variable, so root, So, wir wollen eine Float-Variable genannt x erzeugen und in gleicher Weise wollen wir auch y. So, jetzt ist halt schön, wir können halt so etwas sagen wie x plus y. Das einzige Problem ist jetzt, das Ergebnis davon ist die Summe und kriegt einen automatisch zugewiesenen Identifier, aber nicht z. Wenn wir z haben wollen, Stand jetzt, müssten wir hingehen und sagen state marv add und müssten hier sagen x.root und dürften dafür dann hier direkt einen Identifier vorgeben, nicht? War das nicht so? Ja, lassen wir es erstmal ganz kurz so und sagen wir f ist genau state.marv sin z.root z f. So, also der Sinus von x plus y ist im Augenblick unser Endergebnis. Root arg identifier, richtig. Print root.identifier reg root.states. Gucken wir da mal rein. Spannend. Achso, halt. So. Huch. Ja, das, da gehört dann noch ein Komma hin. Ui. So, was ist jetzt passiert? X. Aha. Okay. Oh, ja. Ich habe hier oben vergessen, als wir das Root-Objekt definiert haben, in der Initialisierung die States auch wirklich als eine leere Liste zu initialisieren. Bums, so, x, y, z, f. So, und jetzt sagt er uns, x ist eine Variable, y ist eine Variable, z ist die Addition von x und y, f ist der Sinus von z. Sehr hübsch.
Ja, das hier ist jetzt ein bisschen nervig. Sagen wir mal zum Beispiel, Z ist mir eigentlich egal, das muss nicht, muss keinen schönen Namen haben. Nennen wir es einfach X plus Y, dann Bums X, Y, Generic 0 und F Sinus von Generic 0. Also habt ihr schon mitgekriegt, was hier die Dependency von F ist. Ja, hier steht nicht Z drin, sondern es steht halt der Name drin, den Z ultimativ vom Tape bekommen hat. Schön wäre jetzt aber, wir haben ja jetzt hier extra auch eine Funktion uns, genau, wir haben auch eine, uns eine Funktion gegeben, dass wir ja auch das hier sagen können. Das Problem ist jetzt nur aber, dass dann, jetzt steht hier nicht mehr F, jetzt steht hier Generic One. Gut wäre es im Nachgang, bestimmte Intermediates nochmal umbenennen zu können. Grundsätzlich wäre es nett, Intermediates umbenennen zu können. Das hätte jetzt für F auch keine weitere Konsequenzen. Bei Z schon. Wenn ich jetzt Z im Nachgang einfach umbenenne, dann steht hier drin, dass der State Bar Foo heißt, aber Generic One, also F, hat nicht mitgekriegt, dass seine Dependency den Namen geändert hat. Dieses Verhalten, das müssen wir noch ändern. So, das heißt, wie oft tauchst du denn auf? Aha, einige Male. Uiuiuiui. Aber eigentlich immer nur als, ja, da wirst du abgerufen. Nee, ja, okay, gut. Also dann machen wir jetzt folgende Änderung. Wir variieren mal den Identifier-Namen. Ich hier auch. Und jetzt schreiben wir uns eine Property. Add Property Def Identifier. So, die gibt erstmal einen String zurück. Und zwar, die gibt den Underscore Identifier zurück. Das hat zur Folge, dass sich nichts ändert. Außer, dass Objekte jetzt erstmal gar nicht umbenannt werden können. Ja, wenn ich das hier wieder entkommentiere, dann genau. Es wird schon gelb markiert. Identifier cannot be set. Wenn ich das ausführe, dann gibt es auch einen Fehler, weil der Property das jetzt sozusagen in eine Read-Only-Eigenschaft verwandelt. Das war jetzt allerdings nicht Sinn der Sache, sondern wir müssen jetzt hingehen und jetzt sagen Identifier Setter Def Self New Identifier ist ein String. Das gibt einem gar nichts zurück. Wir müssen nur sagen, genau, Rename State New Identifier. Ach so, und Self. Genau, New Identifier ist, wird erstmal gecheckt, dass überhaupt gültig ist. So, und dann gehen wir hin. Old Identifier ist bum bum. Genau, ja. Da wird jetzt natürlich PyCharm gleich ausflippen, dass ich für eine
Nö, da flippt er gar nicht aus. Witzig. Sollte er aber. Egal. So, genau, weil jetzt. Jetzt müssen wir uns aus. Genau, wo sind wir eigentlich? So, vor. Vor. Future State in Self States IDX plus 1 bis zum Ende. So, if. Future.identifier is old identifier break, dann sind wir fertig. Ansonsten for prec in future Punkt for dep in future dependencies if dep Identifier ist old identifier. Also er hat nicht mitgekriegt, so States ist eine List von State. Das heißt, Future State ist ein State. Das heißt, das ist ein String. Das heißt, das ist eine Liste von Strings. Ach. Ach so, ja doch, genau. So für J in enumerate. So. If dep future is dependencies J ist new identifier. So. Genau. Also der State hat seinen Identifier gewechselt und wir haben jetzt geguckt, ob künftige States von diesem abhängen. Dann muss sozusagen die Abhängigkeitsinformation aktualisiert werden, bis keine States mehr übrig sind oder ein anderer State in der Zukunft mit dem gleichen alten Identifier diesen überschreibt. Genau. Ach halt, aber eine Sache müssen, dürfen wir jetzt natürlich auch nicht vergessen. Das heißt ja dann, dass. Genau. Wir müssen jetzt natürlich darauf achten, Self-Identifier-Rec. New Identifier ist Self-Identifier-Rec. Old Identifier. Ja, und jetzt können wir natürlich noch mal. ST Identifier ist old identifier break else so oder gab es einen gibt's hier einen Punkt? Nein, gibt's nicht. Aber es gab einen Punkt. Pop, ne? Ja, stimmt. Genau. Der Punkt ist, wenn jetzt nichts mehr übrig ist, was noch unter dem Old Identifier läuft, dann kann der aus dem Identifier-Rack rausgekickt werden. Also erstmal müssen wir natürlich erstmal unter dem neuen Identifier. Ach so. Richtig. Das müssen wir natürlich hier noch. Also if
new identifier in self identifier rec und if self identifier rec new identifier ungleich state data type race assertion. Ja, dieses Renaming, das hat schon dicke in sich. Jetzt läuft wieder alles. Jetzt ist spannend, was passiert jetzt, wenn wir das Z vor allen Dingen nachträglich umbenennen? Bafu, bafu. Es hat geklappt. Ja, damit beenden wir das Video hier an dieser Stelle. Habt vielen Dank, wie gesagt. Also da kommen jetzt wohl noch mindestens 2 Videos. Eins, bei dem wir hier haben wir jetzt ja sozusagen ein Trace eines, wir haben eine Aufzeichnung eines mathematischen Algorithmus. Den werden wir beim nächsten Mal dann in C-Code überführen und beim übernächsten Mal werden wir das dann kompilieren und mit C-Types wieder zurück anbinden. Hab vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao!